heute. Bisher habe ich auf diesem Channel immer andere überrascht und ich hatte die Macht über alles, was im Video passiert. Bro, was machen wir hier? Nun ist heute alles anders und ich habe Apo die Kontrolle über meine Zeit. Die Sonne geht auf, unsere Reise kann losgehen. Mein Konto und mein Leben gegeben. Ich habe da keinen Bock drauf. Sie stellt mich von jetzt an vor scheinbar unmögliche Challenges. Kann ich nicht. Wir lernen jetzt noch abseilen und so einen Scheiß. In meiner Hand liegt es, das Gegenteil zu beweisen. Da haben sie mit Zahnrädern in meinem Kopf angefangen zu drehen und ich so, okay, München, okay. Viel Spaß bei der ersten Folge von Kim It's Possible. Finde ich richtig witzig. Fange ich auf jeden Fall an zu lachen, aber ich weiß nicht, ob ich die Person auslache, weil du einfach lebensmüde bist oder ob ich es wirklich witzig finde. So. Leitet die Lippe nicht auf. Nee, das macht nur mein Chirurg. Willkommen zur allerersten Folge von Kim It's Possible. Ich habe heute alle meine Videobildrechte an Apo abgegeben. Ich habe in mein Kontaktprofil gestellt und habe gesagt, hey, fordere mich heraus, challenge mich, überrasch mich, mach irgendwas, sodass ich gar nicht so richtig klarkomme. Ja, und dann dachte ich mir, ja, lass doch mal Kim ein bisschen auseinandernehmen. Sonst bringe ich mich eigentlich immer selber in dumme Situationen, aber diesmal hat Apo alles geplant, ohne dass ich irgendwas mitbekommen habe. Ich bin gerade dabei, Kims neues YouTube-Format zu planen. Ich habe jetzt geplant, dass sie so eine Canyoning-Einsteigertour macht. Canyoning ist so, da steht da nichts für stille Wasser. Klammen, Höhlen, Schluchten, reißende Bäche und tosende Wasserfälle sind genau das richtige Terrain für alle Freunde ursprüngliche Naturerlebnisse. Ich bin gar nicht fake. Ja, man springt von steilen Felsenwänden, muss sich durch Wasser so tasten, Sachen rutschen und springen und alles mögliche in so Wasserbecken und so Natur halt mäßig in Bayern. Das wird so witzig. Vor allem, Kim wird gar keine Ahnung haben, was wir machen. Jetzt habe ich aber halt nur das Problem. Also hier steht einmal, man soll irgendwie seine eigenen Wanderschuhe mitbringen. Ich habe keine Ahnung, ob Kim Wanderschuhe hat. Ich glaube nicht. Oder muss ich Wanderschuhe kaufen? In diesem Format können wir die dann öfter gebrauchen. Mal gucken, was ich noch alles geplant habe. Ich habe eine Rezension gelesen, ja? Da stand, wir mussten unter den Fels durchtauchen. Das mache ich nicht. Da stand auch, man kann nicht abbrechen. Man kann nicht abbrechen. Das wird so funny. Ja, auch nochmal funny. Also wenn mir jemand sagt, so springen 9 Meter Felsen runter, finde ich richtig witzig. Fange ich auf jeden Fall an zu lachen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Person auslache, weil du einfach lebensmüde bist oder ob ich es wirklich witzig finde. Also ich fand es witzig. Dann hatte ich die Tickets gebucht. Der Hinweg war eigentlich gar kein Problem, aber wir kamen nicht zurück. Ich bin so froh, dass das alles herausfinden musste. Zu dem Ort und ich habe einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Ich kann mich nicht mit dir besprechen, ich weiß gar nicht, was, wenn es nicht funktioniert. Was ist, wenn ich dir gesagt habe, ja, nimm dir Zeit und dann sind wir so, oh, weiß ich, bei meiner Oma in der Küche und sind so, ja, lass mal Apfelpfannkuchen essen. Also weißt du, was ich meine? Und die war halt nur so zu anderen so, ey, ja, glaubst du, es ist schlimm, wenn wir so die ganze Nacht zurückfahren? Braucht Kim Schlaf? Niemand, Kim braucht so keinen Schlaf. Und dann meinte Anna so, ey, nee, ey, mach das einfach, das wird schon so, ne? Und ich war so, oh. Ich wollte jetzt halt die Zugtickets buchen und man kommt schon hin, man muss halt irgendwie so um 6 Uhr morgens los aus Berlin, das ist aber jetzt nicht so ein großes Problem. Das Problem ist nur, dass wir überhaupt nicht zurückkommen. Ich habe gerade geguckt, es gibt einfach keine Verbindung. Fliegen kostet 600 Euro. Ich weiß gar nicht gerade, was ich machen soll, weil jetzt habe ich die Tickets. Wir werden aber nicht zurückkommen. Das ist halt irgendwie das Problemchen lösen, ne? Also das Problem mit der Anfahrt und Abfahrt und dem ganzen Geschehen an sich war dann geklärt, aber ich wusste halt nicht, dass du so reinscheißt. Weil dann kamen ja erst die richtigen Probleme. Ja. Ich dachte, das sind die Probleme. Und dann kann ich mich zurücklegen und dann ging es erst los. Making ourselves good problems, yeah. Boah, ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin so am Spitzen. Wir haben ein Video gedreht für Kim, wo sie sich so Nägel aufklebt. Und ich habe ihr gesagt, ja okay, am Freitag früh, wir fahren um 10.30 Uhr los. Und wir haben halt trotzdem gesagt, dass es eine gute Idee ist. Und jetzt halt ein bisschen das Problem, dass die Nägel nicht abbekommen. Es ist mittlerweile kurz vor 4. Wir müssen wirklich um 4.30 Uhr los. Bin jetzt schnell zur Notaufnahme gefahren. Und gucken jetzt, ob die das wirklich abmachen können und das blühen wir. Wir sind noch irgendwie kurz zum Geburtstag, um dann noch eine letzte, so das einfach so mitzunehmen und so mit den Nägeln, weil wir dachten, das ist ganz witzig und haben uns bis dahin nicht wirklich Gedanken gemacht, wie wir die Nägel bekommen. Dementsprechend fehlt mir total viel Vorbereitungszeit. Wir müssen auf jeden Fall unseren Zug um 6 Uhr bekommen. Wenn wir den nicht bekommen, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt total gespannt. Ich habe jetzt Kim auch schon gesagt, ja okay. Also wenn die das jetzt nicht hinkriegen in der Zeit, so wir müssen halt wirklich los, dann müssen die bei einem Umstieg abmachen. Ich habe nicht nachgeguckt. Wir fahren jetzt nämlich gleich nach Bayern, steigen in München um, steigen in einen anderen Zug und dort, wo wir dann aussteigen, da gibt es auch ein Nagelstudio am Bahnhof. Und ich bin gerade ein bisschen am Ringen. Ich habe so Angst, dass das jetzt hier alles ins Wasser läuft und so die ganze Mühe und das ganze Geld und so die ganze Vorfreude so umsonst war und für nichts. Oh, ich habe Angst. Und, aber ich will das auch gar nicht so irgendwie die ganze Zeit zeigen, weil Kim hat halt so voll Schmerzen und ist jetzt auch so voll auf, boah, voll der Aufwand und so tut mir voll leid. Und also sie kann ja auch nichts dafür, aber ich bange gerade um alles, was ich geplant habe. Kim!
es war nicht so schlau geplant, aber ich wusste halt auch nicht, was auf mich zukommt. Deswegen war ich so, hey, hau da so richtig drauf mit Kleber und so, mach da so viel Kleber. Ich hab so in die Ritzen noch Kleber reingemacht. Ja klar, aber bring mich an meine Grenzen mit 30 cm langen Nägeln, kein Problem. Oh mein Gott, ja, dann kamen erst die richtigen Probleme. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll gerade. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich pack jetzt meinen Laptop aus. Arbeite und probiere mich jetzt die nächsten 20 Minuten abzuwenden. Aber so, ich meine, ich kann ja immer noch nicht einfach reingehen und klingeln und sagen so, also Entschuldigung, wir müssen jetzt los. Unterbrecht mal da, was ihr macht da in eurer Notrettungsdienststelle, ey. Ich hatte auch so ein kurzes Problem, habe ich jetzt Mitleid oder bin ich einfach sauer? Ich manifestiere jetzt einfach, Kind wird rauskommen, es wird alles gut, es wird lachen, wir werden darüber lachen, es wird eine lustige Situation gewesen sein und ja, dann ist alles gut. Oh mein Gott, Kim kommt gerade auf mich zu. Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht. Oh, du weißt gar nicht, ne? Ich weiß nicht. Und ja. Also, ja, so fast, ne? Die sind da gerade mit einer Säge. Ich dachte, die schneiden mir den Finger ab, ne? Ich hatte so Angst, ne? Richtig vor allem so Schmerzen bei der Hände aufgrund von langen Kunstnägeln. Dann kommst du raus, denkst, du hast es geschafft, ne? Ja. Und zeigst mir diese Nägel. Und ich bin so... Ich war so happy. Und ich war so, das geht nicht. Das geht nicht. Und du so voll glücklich. Ich war so. Ich bin in Zeit, ich hab die Nägel ab. Und ich war so, nein, das geht so nicht. Ja, genau. Und dann waren wir endlich in der City, ne? Und dann war ich so, okay, let's go. Kein Schlaf, kein Übergang, kein nicht nochmal einen Schluck Wasser getrunken. Ja, wirklich. Es war so jetzt, okay, übrigens, wir sind jetzt im neuen Video. Ja, lustig. Stimmt. Genau, wir haben das Nagelvideo ja quasi da noch beendet. Und dann in dem Video haben wir das andere angefangen, weil die Zeit sich komplett überschnitten hat. Zeit war für uns gar nicht, das war mein. Ja, und ich war nur so, ja, bist du eigentlich bereit? Und wir waren eigentlich noch bei den Nägeln. Ja, genau. Und ich bin nicht so, es kann losgehen. So, Kim, ne? Es ist jetzt 5.26 Uhr. Unsere Reise kann losgehen. Die Sonne geht auf. Wir haben nicht geschlafen. Nein. Du hast gar keine Ahnung, wo es hingeht. Nein. Du hast noch ein paar Restnägel, wie man hier sehen kann. Ey, mein Leben ist auf jeden Fall, es tut auch noch weh, aber ja. Es... So, genau, und jetzt geht's los. Du hast gar keinen Plan, ne? Nein. Weißt du, ey, ich freue mich so. Ich weiß nicht, ich sag dir heute jetzt nicht, wohin wir gehen. Ja, okay. Wir werden jetzt hier einfach die Straße lang gehen und einfach ins Auto steigen. Ins Auto steigen? Warum ins Auto steigen? Ich bin maximal verwirrt, ne? Also mir ist sowas noch nie untergekommen. Aber ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ich sag nur mal so, ich habe ein bisschen Hunger. Essen wir jetzt völlig irgendwann was? Ja, wenn wir jetzt noch schnell genug sind, ja. Okay. Da fangen meine Beine auf einmal an zu laufen. Ich kann sie auch nicht aufhalten. So. Ich glaube, wir sind am Bahnhof. Wirklich? Du kommst denn so darauf? Ich habe irgendwo eben so ein Schild gelesen, da stand es drauf. Wir sind so 15 Minuten, glaube ich, vor Zugabfahrt angekommen und haben halt noch entschieden, dass wir essen wollen. Ey, wir hatten auch ich hatte Hunger. Ich hatte so Hunger. Und da muss man dann nochmal zu McDonald's gehen, ganz wichtig. Wir brauchen richtig lange und ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr und Kim weiß halt nicht, wo der Zug fährt, von welchem Gleis und so. Fängt dann hier noch an, irgendwelche Mayonnaise zu kauen und sowas. Und ich war so, hey, das ist doch voll der spaßige Trip jetzt so, wir machen eine schöne Reise. Ich war so immer so, ey, Bro, wir haben 3 Minuten, dann fährt der Zug nicht, er kommt reingefahren, sondern der Zug fährt weg. So, let's fucking go. Ja. Ich würde jetzt gerne mal von dir wissen. Ja, 500 Millionen Einwohner. Was machen wir hier? Wir essen jetzt gleich erstmal was. Nee. Wir fahren zu. In welche Himmelsrichtung fahren wir? Nie ohne in den Süden. Hey, ab in den Süden, dem Schlaf hinterher. In den Süden, okay, und wo? München. Was denn? Okay, los geht's. Ja, wirklich? Warum bist du so gut, hä? Schwör? Ja. Schwör? Ja. Verarsch mich. Nee. Ich glaub dir kein Wort heute. Ja, okay, komm. Ich glaub dir einfach nichts. Ich war noch nie in München und ich mag Brezeln. Hä, hey, was bin ich denn bitte? Oh nee, was machen wir denn in München? Ey, ich muss keine Lederhosen anziehen, ne? Ich hab da keinen Bock drauf. Erstmal voll krass so, ne? Dass ich einfach gewusst habe, wo wir hin müssten und so. Ne? Ich war so sauer. Du planst das so die ganze Zeit und ich wusste wirklich nicht. Und dann errate ich mit dem ersten Wort so, wo wir hingehen. Ja, ne? Ich war so. Ja, und das hat mich motiviert. Ne? Ab da haben sich meine Zahnräder in meinem Kopf angefangen zu drehen. Und ich so, okay, München? Okay, ich muss einen Tag auf Oktoberfest irgendwas tragen und so. Ne? Ab da, so mein Kopf war eh ein bisschen dead schon, aber ich habe trotzdem angefangen, richtig darüber nachzudenken. Okay, es geht jetzt los und so. Irgendwas erwartet mich jetzt. Bei mir kamen die komischen Theorien, weil ich war auch einfach viel zu müde. So. Ich war so müde. Mann. Ich bin bereit zu schlafen. Ich versuche gerade Signale zu empfangen von irgendwelchen Leuten, Außerirdischen, die mir sagen, was wir heute machen. Aber ich empfange nichts. Das ist nichts. Das ist echt super bisher. Gute Nacht. Ich krieg gar keine Luft mehr. Was, Digga? Hast du geschlafen? Ich hab so genervt, aber immer wenn ich es
Straße vorbeigelaufen ist, war ich auch so. Ja, vor allem, hä, man kann doch im Zug nicht schlafen, weil wenn ich schlafe, ich sehe aus, als wäre keine Ahnung, wäre ich bewusstlos und so, die Leute. Also ich habe mich sogar weggesetzt, weil ich dachte, okay, ich habe mehr Platz dann. Ich musste so lachen, weil ich hatte so meine Kapuze drüber. Und ich gucke so nach links, Kim ist weg. Jonas, hä? Guckst so rüber und du siehst das so auf diesen Dings. Guckst ich lag original wie so Tetris-Stein so in diesem Dings drin, ne? Aber es hat gar nichts gebracht. Das war so witzig, ich dachte, Kim ist weg. Und dann sind wir endlich in München angekommen und ich war so, okay. Was geht ab, München? Seid ihr gut drauf? Wo gibt es jetzt diese Weißwürstchen und so? Trinken wir Bier? Reisen wir noch weiter? Wir bleiben hier. Wir bleiben hier? Schlafen wir irgendwann nochmal? Also nur so, um zu wissen. Also muss natürlich nicht sein. Ich passe mich da ganz an dich an. Dinkelscherben. Donauwürst. What is this? Everything is very crazy. Feuchtlingen. Du machst mich ehrlich fertig jetzt, ne? Ich kack ab. Was mache ich hier nur? Reisen wir doch noch weiter? Hast du gesehen, wo der hinfährt? Ja. Wohin? Graz. Steig mal ein. Oh nee. Weißt du nicht, wo Graz ist? Gerade nicht, nee. Ja, dann wird er noch aufregen, ne? Hä? Du hast schon Jackpot, dass ich so schlecht in Erdkunde bin. Willst du bei Werden Millionär mitmachen? Dann ich werde bei erster Frage direkt raus. Ja, wirklich. Also irgendwie muss ich dir so ein paar Tipps also geben. Ja. Das macht gar keine Ahnung, außer dass wir halt im Süden fahren, ne? Ja, Mann, und ich würde dieser Tipp, der hat die wildesten Dinger, die man hier ausgelöst. Oh, nein. Du darfst jetzt mal reinschauen. Okay. Was ist das? Das sind Schuhe. Oh nein. Was machen wir? Das sind sexy Shoes, Alter. Cool. Also du kannst jetzt mal raten, was wir machen. Wandern. Ich sag mal so 10 Sachen, weil ich denke nicht, dass du mit den 10 Sachen draufkommen wirst. Also irgendwas mit Hunden, irgendwas mit Wölfen. Bäume abfällen. Ich muss eine Hütte oder sowas bauen. Irgendeine Höhe und richtig hohen Berg besteigen, ne? Ich muss irgendwie vor Zombies oder sowas weglaufen. Ich muss auf jeden Fall im Wald irgendwas machen. Hä, hey, was macht man mit dem sowas? Ich höre, sowas habe ich getragen, als ich im Küchencafeteria gearbeitet habe. Wildwasserraften. Hallo? Ich muss so ein Floß bauen und damit halt irgendwie dann von einem Ort zum anderen gelangen. Ich glaube immer noch irgendwas mit Wölfen. Vulkane, ne? Es sind Vulkane. Das sind einfach Berge. Ich stelle mir die schlimmsten Sachen vor. Ich muss so aus Lava irgendwelche Skulpturen bauen und so. Kühe melken. Und deswegen Fingernägel auch schlecht, weil ich den Euter aufkratze oder so. Diese armen Kühe, Alter. Ich sehe die schon. Die so. Wir trinken doch sowieso alle Hafermilch, oder? Ja, ich meine ja. Hafermilchkühe. Ah, so Hafermilchkühe. Ich war schon unnormal so in diesem Action drin. Ich war schon so, okay, jetzt geht's los. Jetzt, mein Kopf war schon richtig da. Ja, nee, und ich war einfach so, nee, es funktioniert so nicht. Ich hab so 10 Nagelstudios angerufen, da wir diesen 50-Minuten-Umstieg hatten und war so, okay, anstatt jetzt zu essen oder so, ja, oh ab ins Nagelstudio und alle so, nee, keine Zeit, nee, keine Zeit, nee, keine Zeit. Ich war so, kein Bock. Ey, was machen wir und so. Und wirklich, das war der 9. oder der 10., den ich angerufen habe. Und der meinte, ja, komm vorbei und so. Dass du diese langen Nägel hast, ne? Der geht ja, ne? Das hier sieht aus, kennst du, wenn man Bernstein abbaut, ne? Hier sind so richtig Gesteinsschichten, ne? Man kann hier richtig Diamanten finden, ja, oder Gold, was auch immer man hier in diesem ganzen Material finden könnte, Alter. Ganz großen Applaus, ganz großen Applaus. Frau, wir graben jetzt ganz schnell ein Taxi. Okay, ich steuere uns kurz an unser Ziel. Wir sind da. Bist du schon gespannt, wo es hingeht? Komm. Wir sind jetzt in Traunstein in München da umgestiegen. Ich habe jetzt den Nagelstudio angerufen, da können wir jetzt hinfahren. Die machen jetzt gerade Kims Nägel ab. Das heißt, sie wird keine Nägel haben. Oh, zum Glück haben wir es noch nicht ganz geschafft, aber wir werden es schaffen. In 30 Minuten fährt unser Bus. Den müssen wir auf jeden Fall bekommen. Eine Hand ist jetzt fast ganz ab. Ey Kim, ne, ich sag dir so, hätten wir das jetzt nicht geschafft oder wenn wir das nicht schaffen jetzt. Ich bin sauer, weil wir hätten es wann anders machen können, aber nicht jetzt, wo ich sowas geplant habe. Und du hast immer noch gar keine Ahnung, was wir machen und das ist irgendwie voll aufregend. Und Stück für Stück kommen wir unserem Ziel näher, einfach ein freies Leben zu führen. Diese Musik, ne, die beruhigt mich auch gar nicht, obwohl die sehr beruhigend ist. Er hat gerade sogar Foto davon gemacht, weil schlimmste ever. Das ist so witzig. Boah, dieses Ding nimmt so viel weg, ne? Ey, es sieht einfach so aus. Kennst du Holy Color Festival? Wo so Farbe überall so mit Pulverding gemacht wird? Guck dir mal an, was für Brocken das sind. Als dann endlich die Nägel ab waren, ist mir so riesen stark am Herzen gefallen. So ein Riesenstück Nagel. Ich war richtig so boom, genau so diese Gewicht von diesem Nägel. Ja. Jetzt kann es stattfinden, wir sind in der Nähe, wir sind ja in der Gegend, weißt du. Ich habe die ganze Zeit so noch voll bei den Nägeln und so, ich habe das voll vergessen. So, wir haben das andere Video dann auch noch da beendet. Und dann ist mir eigentlich erst wieder eingefallen, so, warum wir eigentlich hier sind. Und dass ich ja gerade mit dir auf der Reise bin hier und was wir eigentlich machen. Und dann waren wir nur noch so 5 Kilometer ungefähr davon entfernt, mich so richtig fertig zu machen. Kim, wir sind jetzt schon in der richtigen Gegend, in der richtigen Gemeinde angekommen. Ich bin aufgeregt, aber ich weiß nicht, worauf. Habe ich gerade gesehen. Was denkst du, wie die Gemeinde ja heißt? Altenwald. Nee, Schnitzelreuth. Wir sind in Schnitzelreuth. Also nichts mit Schnitzel? Nee, Schnitzelwettessen. Wer wohnt hier? Was ist das hier? Wo ist es hier? Wo bin ich? Ich bin verwirrt. Mein Gehirn
gearbeitet, aber es kommt nichts bei raus. Es kommt nichts bei raus. Das kann doch nicht sein. Ich dachte echt, ich wäre cool so. Aber irgendwie, oh Gott, das ist ja ein steiler Abgang. Okay. Oh, das geht jetzt nämlich auch in der Nähe. Da kriege ich ja meine Magenherzen. Ah! Mein Magen fühlt sich ganz komisch an. Ja, das macht mich ja auch gerade ein bisschen, oh mein Gott, macht mich ein bisschen nervös gerade. Also, du bist auch nervös? Also, ich habe das ja schon gesagt, ich komme hier auch voll an meine Grenzen. Oh Gott. Also, du meinst mit an Grenzen kommen jetzt nicht, dass wir österreichische Grenzen sind, ne? Also, sind wir auch so, ne? Aber Double-Grenzen. Noch nie hat mich jemand so lange... Also, ich weiß immer alles. Ich weiß es einfach. Das war so ein kleiner Tiefpunkt. Ja, voll. Ich kann nicht mehr. Also, mental. Also, wir brauchen jetzt wirklich ein Taxi. Okay. Hallo. Ich rufe. Taxi. Ah, ich habe hier noch eine Mayo. Oh, es wird richtig warm gerade. Richtig geil. Okay, also hat es was mit Wasser zu tun? Nein. Ist einfach bei Sommer. Achso. Ich hatte schon die richtigen Gedankenschränke. Ah, du hast mich gebremst. Aber ich habe ja auch gesagt, ich werde dir am Anfang des Tages, ich werde dir nichts glauben an diesem Tag. Ich hätte einfach dabei bleiben sollen. So. 12 Stunden Fahrt nach über 24 Stunden wach sind wir da endlich angekommen. Und ich war so, jetzt kannst du losgehen. Und jetzt bin ich gespannt, ob du dich das traust. Genau, ja, hier ist perfekt. Perfekt. Wir sind angekommen. Wir müssen um 14 Uhr hier sein. Wie spät ist es? Ich glaube, es ist halb. Ja, das ist perfekt. Oh mein Gott. Bro, was machen wir hier? Ja, Wasser, Hängematten. So, wir gehen jetzt rein und dann wirst du erfahren, was wir machen. Dann hast du jetzt eine halbe Stunde Zeit, dich vorzubereiten emotional. Okay, okay. Also jetzt erfahren wir es. Also der Kollege hat ja jetzt gerade ein bisschen gespoilert. Ja. Hast du verstanden, worum es geht? Canoeing? Ja. Weißt du, was das ist? Nein. Sag nochmal, wie es heißt. Canoeing. Nee. Canyoning? Canyoning. Sagt es dir irgendwas? Was kannst du dir darunter vorstellen? Kanus? Boote? Wasser? Er hat nasser Fels gerade gesagt. Genau, nasser Fels. Was für nasser Fels? Was für nasser Fels? Was soll ich dir sagen? Wann kommt der Moment? Er hat Badesachen gesagt. Klettern, wandern, abseilen von Felsen, in Flüsse reinspringen, in kleine Wasserbecken, in weiß ich nicht was, das ist eine 2,5 bis 4 Stunden Tour und es gibt nicht die Möglichkeit abzubrechen. Oh mein Gott, du weißt schon, ich lebe bei McDonald's quasi. Okay. In einer halben Stunde geht's los. Ja. Und also wenn wir da losgehen, ne, können wir nicht abbrechen. Okay. Genau. Also jetzt richtig durchziehen. Ja. Okay. Okay. Okay, ich bin bereit. Ja? Ja, wir machen das. Okay. Oh Gott. Auf Felsen? Ja. Wo man den Kopf aufstoßen kann. Abseilen und so. Wir lernen jetzt noch abseilen und so einen Scheiß. Oh Gott. Let's go! Ich war eigentlich voll froh so. Weißt du, ich war voll froh, dass es nicht so um Tiere und sowas ging. Aber als ich dann so gehört habe, dass ich so 9 Meter Felsen runterspringen musste, war ich so, und ich nicht abbrechen kann. Das war so dann der Moment, wo ich halt so Angst bekommen habe. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich gefreut. Weil wir dann eingewiesen wurden. So, dann kam der Trainer, dann wurde uns erstmal innerhalb von 20 Minuten so das Ding ist, du bist jetzt die nächsten 4 Stunden mit einer Gruppe, die du nicht kennst, unterwegs, aber du bist angewiesen auf diese Gruppe, falls dir was passiert, du musst dich auf die Menschen verlassen können, so, es geht ja irgendwo dann auch um dein Leben, so, ne, du bist ja irgendwo gerade auf der Welt. In 20 Minuten hier die Theorie vom Abseilen, die Theorie von verschiedenen Felsarten hast du da reingedrückt bekommen und ab da war mein Kopf wirklich nur noch am Dampfen und ich war so, hä, was geht eigentlich ab gerade? Ja, ich wusste so in diesem Moment nicht mehr so richtig, was überhaupt ein Seil ist. Also ich war so komplett überfordert einfach. Digga, bin ich irgendwie beim Rettungseinsatz, dass ich irgendwie Leute mich von Helikopter abseile? Danke. Ich fühle mich auf jeden Fall bereit. Ich finde, ich sehe schon so aus, als würde ich das eigentlich jeden Tag machen. Ich höre auch gar nichts mehr. Ich höre gar nicht mein eigenes Schreien vor Angst. Vor allem, wenn man so auffährt mit so krasser Ausrüstung, du weißt in diesem Moment, es wird einfach nicht so sein, dass wir einfach nur über so eine Gänseblümchen in den Spaß gehen. Nee, das wird ernst. Auch was wir dann alles so ran gemacht bekommen haben, dann mussten wir diese Dinger reinsteigen, dann auf dieses, so dann halt auch die Frage so, ja, seht ihr noch manchmal was? Und dann alle so, ja, ja. Und du sagst, ja, das wollte ich gerade gar nicht hören. Wir haben alles an, wir sind bereit. Oh. Was machen wir hier? Ich hoffe einfach nur, ich überlebe. Es wird wie Wildwasserachterbahn, nur Achterbahn. Ja, genau. Okay, wir sind gerade ungefähr 30 Minuten hergefahren. Ich hatte 3,5 Zusammenbrüche schon, weil mir so heiß war und ich bin zum Dings überhitzt bin. Aber jetzt bin ich geschlafen. Und dann habe ich zur Beruhigung. Der Teamleiter war echt korrekt, so, ne? Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei so einer kleinen Therapiestunde für so 7-jährige Kinder. Ich durfte ihm so seine Augenbrauen auch noch pink malen, das war ganz cool. Dann, ja, dann waren wir halt auch im Team. Dann war so, okay, wir sind jetzt ein Team und wir gehen zusammen durch diese Schwere. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und das Krasse war, jetzt erst hat's ja angefangen. Ja! Überleg mal, was alles passiert ist.
Ich finde, es hat relativ entspannt angefangen, also bisschen über Stock, über Stein, Abhänge runter. Also, nee, hat schon echt extrem eigentlich auch angefangen. Ja, also ich hatte schon ein bisschen Angst. Also ich habe auch ein bisschen Angst mit Höhen, dann rollt so alles und so. Und dann war alles so glitschig und so. Und dann musste ich erstmal mit diesen Schuhen und das war echt verrückt. Also. Ja, das sieht so cray aus. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir da runter. Aber ich muss auch sagen, also diese Natur und so, das war so mächtig, so schön, so Felsen. Aber halt auch wirklich mächtig, so, du hast dich richtig so wie so eine kleine Ameise da gefühlt, ne? Und dann musst du da irgendwie diesen. Du wirst ja quasi, die sagen jetzt, okay, du gehst da jetzt runter und jetzt musst du ja diesen Weg da durchschaffen. Ja. So, weißt du? Also du wirst irgendwie in so ein komplett fremdes Terrain geschmissen und dann musst du da klappen, was ist so weit. Ja, also es war einfach voll krass, weil von oben sah das Wasser halt immer so aus, als wäre es so einen Meter tief. Dann sagen die, springt in die dunklen Stellen. Dann sagen die mit so, okay, hier müssen sie alle mit angezogenen Beinen reinspringen, weil das ist zu tief genug, weißt du? Wirklich. Und die waren so, was ist, wenn ich aussehen, meine Beine zu lang ausgestreckt habe? Was ist, wenn ich nicht richtig treffe? Nochmal! Okay, weit springen, ne? Ja, weit springen. Oh, ja, ja, ja. Okay, und dann aber sieht man auch nicht, was ist da drin, leben da Tiere. Und das heißt, ich war so immer einfach Augen zu, probieren und richtig zu treffen, rein da und dann so schnell wie möglich aus diesem Wasser da wieder raus. Boah, also es war wirklich eine komplett neue Erfahrung. Also wann springt man von Felsen zu Felsen und seilt sich da irgendwie ab entlang und dann springt man, also ne, dann war es ja so, okay, der erste Sprung so, ne? So, da war Felsen. Du konntest nicht den Felsen runterklettern, so, du musstest da in dieses Wasser reinspringen. So, das ist ja nicht normal, wenn du normal durch die Stadt gehst, dann springst du ja nicht irgendwie einfach in Wasser rein. Also richtig crazy. Und dann so der erste Sprung, 2 bis 3 Meter, da war ich schon so, ich hab mich gerade alle verarscht. Ich war froh, dass du gesprungen bist, ne? Weil das war voll die Überwindung, ne? Weil so ein 2 bis 3 Meter Sprung war schon so richtig. Ey, ich hab Schiss so einfach, ne? Ja, das war auch halt auch unglaublich krass. So, vor allem, man ist es ja gar nicht gewöhnt, ist so gar nicht sein gewöhntes Territorium. Man sucht sich so einfach so seinen Weg irgendwie da durch. Aber man nimmt nicht diesen Actionweg. Und die wollten ja richtig, dass man diesen Actionweg nimmt. Ja, ja, klar. Darum ging es auch. Aber ich war so, dann ist es voll kalt, man ist nass, es war richtig Alter. Schwer, das Ganze. Ja, so. Genau. Dieser Neoprenanzug hat sich so mit Wasser vollgesogen. Dann ist man da lang gegangen. Aber es hat auch Spaß gemacht. Ja, bis, so witzig. Ja, bis zu diesem einen Punkt, ne? Ja. Wo es dann so, wo ich dann mir dachte, okay, fuck, ab hier, bis hierhin und nicht weiter. Weil dann kam so ein 9 Meter Felsen. Ja, und als ich da oben stand, war ich so, nee, also ich muss nicht. Ey, wir mussten diesen Felsen besteigen, erstmal mit einem Seil da. Ey, man musste so eine Kraft aufwenden die ganze Zeit. Also körperliche komplette Beanspruchung, ne? Komplett todesmüde, kaltes Wasser, nicht richtig gegessen. Ey, hallo, was ist das? Mann, wir mussten uns alle so helfen, so hochzudrücken, gegenseitig hochziehen, weil es halt einfach kein Weg ist. Es ist einfach Natur und ja, Natur, du bahnst dir deinen Weg nach da oben, weil es keinen anderen Weg gibt irgendwie. So, du kannst nicht zurückgehen, weil du bist gerade nach unten gesprungen, um da überhaupt hinzukommen. Das heißt, du kommst halt nicht wieder weg. Du gehst einfach weiter den Weg, weißt du so. Und dann bist du auf einmal an so einem Punkt, wo du sagst so, nee, okay, hier komme ich wirklich an meine Grenze und hier will ich nicht runterspringen und... Aber du musst, weil... Ich bin eins da, hol mich hier raus! Und dann wurde halt nur so ein Stein nach unten geworfen und gesagt, okay, da musst du jetzt hinspringen. Aber was ist, wenn ich 30 cm zu weit springe? Dann schlage ich mir meinen kompletten Kopf an diesen anderen Felswand. Ja. Der Absprung war ja auch nicht, dass es eine gerade Fläche war, sondern das war ja auch selber nur Geröll. Das heißt, du konntest auch nicht wirklich Anlauf nehmen, du musstest trotzdem irgendwie weit springen. Mein Herz fängt gerade schon wieder richtig so. Und ich war so, und dann habe ich auch, also ich stand wirklich da und ich habe echt so gezögert, ne? Ja, willst du jetzt rumheulen? Und ich war so, okay, wenigstens will ich sterben. Also entweder man stirbt da oben, weil man da nicht wegkommt, oder man stirbt dabei so. Ja, dann war es ja okay, also danach. Aber wir wussten halt so, abbrechen bringt nichts, also wir mussten über unseren Schatten springen und auch von dem Fels abspringen. Ah, scheiße, ich kann nicht! Nicht so viel nachdenken! 3, ja! Okay, 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 okay. 3, oh, ja! 2, ich lebe! Ich hab den Boden berührt! Ich war so stolz auf uns, also... Das war ja dann so, okay, jetzt ist eigentlich alles geschafft. So, ja. Ne? Jetzt ist alles
gut, so alles ist, wir haben überlebt und so. Und dann wurde es auch ein bisschen entspannter. So. Wir haben ein bisschen in so Pools so gechillt, so ein bisschen, gewandert, einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber dann kamen wir irgendwann dieses Energielevel, ist richtig weit runtergesunken. Ja. Es war irgendwann richtig arschkalt, wir hatten übertrieben. Und wir waren dann halt auch schon so 2 Stunden unterwegs und wir mussten halt noch 2 Stunden. Ja, und dann war da so das letzte Stück, war echt nur noch richtig krass Energie aufbringen. So, ich hatte weder Bock, irgendwas runterzurutschen, noch runterzuspringen, noch einfach zu schwimmen, noch zu laufen. Ich war so, ich will mein Haus in mein Bett. Ja. Ja, ist so. Ich wollte einfach nur was essen. Also das war jetzt gerade eben nochmal die Höhe. Nochmal so ein 1 Kilometer Walk von ganz nach unten, von ganz nach oben. Ich kann nicht mehr. Ja, es war geschafft. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Crazy. Das war crazy. Jetzt so im Endeffekt, nachdem wir dann eine Woche danach noch gezählt haben. Wir mussten uns dann noch so auf den Straßen da umziehen und so, und es war so richtig, aber war dann auch scheißegal. Unsere Gruppe hat sich auch richtig gut zusammengebildet. Ja. Wir hatten ja danach voll den Struggle mit dem Zurückkommen, aber die haben uns dann ganz allein mit bis zum Bahnhof genommen und dann sind wir dann auch irgendwie zurückgefahren. Oh mein Gott, es war richtig krass, ne? Also es war wirklich grenzenlos an Grenzen gehen. Aber ich habe so viel Wasser in meinem Ohr und so viel in meinem Gehirn, ne? Komm gar nicht richtig klar. Das, was alles so passiert ist die letzte Zeit, hat sich angefühlt wie 3 Monate, es waren aber 30 Stunden, aber die waren auf jeden Fall verrückt. Danke, du hast echt gut gemacht, ne? Muss ich wirklich sagen. Checkt Apo auf jeden Fall auch auf Instagram aus, da postet sie auch richtig coolen Content. Seid auf jeden Fall auch nächste Woche wieder am Start. Da kommt eine neue Folge von Wie spontan bist du? Das hier war die erste Folge, aber nicht die letzte Folge. Denn Abo hat noch ein bisschen was in ihrem Gepäck drin, ne? Da wird auf jeden Fall noch einiges auf mich zukommen. Ich habe natürlich immer noch keine Ahnung. Unser Gepäck ist schon im ICE nach Hause. Da werden wir jetzt auch reingehen und dann verabschieden wir uns. Kannst du jetzt mal auf zu pusten, das reicht. Gute Besserung. Tschüss. Und ich freue mich schon mal auf die ganzen anderen Sachen, die ihr jetzt. Ja, ich weiß nicht. Du lernst mich auch immer besser kennen und so. Du weißt ja, bevor ich dann anfange. Ja. Was ich auf jeden Fall nicht mag, sind Pommes. Ganz große Angst vor Pommes. Burn the candles, burn the candles. Ich kann das, wir sind nur ein bisschen zu nass. Nein, das sind wir nicht auch. Nee, das macht nur mein Chirurg. Aha, genau. Hey, das war ich. Kannst du machen und ich tue so? Ja, normal. Oh.